Millionenfache Altersarmut droht. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Laut den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit verdienen derzeit weit mehr als die Hälfte aller von ihr erfassten Versicherten so wenig Geld im Jahr, dass sie selbst bei 45 Jahren Arbeit später einmal eine Rente bekommen, die unterhalb des Grundsicherungsniveaus sein wird. Also sprich, wir reden hier von einer Rente von 800 bis 900 Euro, wenn man das auf den derzeitigen Stand der Rentenberechnung bringen würde. Und wir reden hier von ca. 10 bis 15 Millionen Menschen, die es aktuell betreffen wird, die also in Zukunft eine Rente bekommen, die nicht armutsfest ist, sondern die also praktisch Armut bedeuten wird. Und unter anderem eine der Hauptursachen ist, dass wir seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrtausends den Niedriglohnsektor haben. Der wurde ja eingeführt, unter anderem auch von der SPD. Da kamen dann Menschen massenhaft in prekäre Arbeitsverhältnisse. Prekäre Arbeitsverhältnisse bedeutet nichts anderes, als dass die Menschen in Zeitarbeit, in Leihfirmen gekommen sind, dass die Löhne und Gehälter schlechter geworden sind, dass sie von der Arbeitsseite her, von der Lohnseite her entwertet worden sind. Und vor allen Dingen, gerade auch im Osten unserer Republik, finden wir genau dieses Phänomen, dass die Löhne und Gehälter in den 90er Jahren deutlich nach unten gegangen sind, sodass zu erwarten ist, dass wir in der Zukunft für diese Rentnergeneration Altersarmut haben werden. Der andere Grund ist, dass wir hohe Mieten haben, dass die Lebenshaltungskosten gestiegen sind und dass im gleichen Atemzug auch nicht die Renten sich erhöht haben, sodass wir also praktisch auch eine teilweise Entwertung der Renten dort haben. Krankheit, Scheidung und sonstige Sachen, die praktisch ihr allgemeines Leben so begleiten, tun ein Übriges, damit sie praktisch eine Rente bekommen oder eine Rente bekommen werden, die für sie Altersarmut bedeuten wird. Und dass es natürlich klar ist, dass sie mit einem Einkommen von 1.300 oder 1.400 Euro netto pro Monat sich nicht eine zusätzliche Altersvorsorge leisten können, das dürfte ja wohl jedem auf der Hand liegen. Und die Grundrente, die jetzt eingeführt wird, wird das Problem nicht lösen können. Das Kernproblem für die deutsche Rentenversicherung wird sein, dass wir eine Überalterung unserer Gesellschaft haben und deshalb hier immer mehr Rentenempfänger haben werden und immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Das ist auch so ein Problem. Davor haben ja auch schon in den 70er Jahren des letzten Jahrtausends die Demografieforscher gewarnt und haben gesagt, Leute, wir müssen hier was ändern. Und das war gerichtet immer an die aktuelle Politik. Ja, und was hat die deutsche Politik da gemacht? Im Kern hat die deutsche Politik an diesem wesentlichen Problem in Bezug auf die Zukunftsfähigkeit unserer Rente und der Frage, dass wir keine Altersarmut haben wollen, nichts getan. Es wurde in der Rentenanpassungsformel wurden ein paar Faktoren reingebracht, wie zum Beispiel den Nachhaltigkeitsfaktor oder die Riester-Treppe. Oder zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass wir jetzt sagen, das Renteneintrittsalter ist nicht mehr 67 Jahre, sondern 70 oder dann irgendwann mal 75 Jahre. All das funktioniert auf Dauer nicht, um die Altersarmut zu stoppen. Und dass das Rentenniveau in den nächsten Jahren massiv sinken wird, ist auch bekannt. 871 Euro Rente beträgt der Rentenzahlbetrag für alle Rentenarten in gesamten Deutschland bei über 25 Millionen Rentenempfänger für das Jahr 2019. Lassen Sie sich das bitte auf der Zunge zergehen. 871 Euro. Wie wollen Sie mit diesem Geldbetrag in einer Stadt wie München, Hamburg, Berlin leben? Das funktioniert so nicht. Die gesetzliche Rente in dieser Form, wie wir sie heute erleben, ist aus meiner Sicht nicht mehr reformierbar. Wir brauchen deshalb einen vollständigen Umbau der gesetzlichen Rente, damit wir genau das vermeiden, was in Zukunft uns droht, nämlich Altersarmut. Und unser kleines Nachbarland Österreich macht es uns ja vor, wie es funktionieren kann. Schauen Sie sich dort nur mal den Grundrentenspiegel an. Da sind wir bei über 1.100 Euro Grundrente, was die Leute dort bekommen. Und die durchschnittlichen Renten in Österreich sind ja deutlich höher als in Deutschland. Österreich hat sich auf eine einzige Altersvorsorge konzentriert. Die haben also klipp und klar gesagt, wir wollen nur die gesetzliche Rente. Wir brauchen keine Betriebsrente, wir brauchen keine Riester-Rente, nur die gesetzliche Rente. Und dort wird eingezahlt mit einem relativ hohen Beitragssatz von über 22%. Näheres zum Thema Rente, Altersarmut,
finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.